Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatzvideo mit dem Duckmobil aus der Bretagne. Diesmal sind wir weitergefahren entlang der bretonischen Küste und stehen hier am Camping Municipal de Béjal-Ville oder Villain. Gehört zum Ort Plugrecon. Und der Campingplatz liegt auf einer Halbinsel und ist von drei Seiten mit Wasser umgeben. Im Moment haben wir Flut, das Wasser ist da, aber wenn das hier zurückgeht, ist es wirklich eine traumhafte Kulisse. Und unter dem ganzen Wasser versteckt sind Muscheln und Austernbänke, die hier kommerziell genutzt werden. Also hier ist praktisch eine Fabrik unter dem Wasser. Heute Morgen fuhren da noch die Trecker hin und her und die haben ihre Ernte einfach oder gefüttert, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Und jetzt sieht es so aus, als wenn das hier ein vergnügter Badestrand ist. Aber der Campingplatz hat den auch, nämlich auf der anderen Seite. Und wir zeigen euch jetzt einmal den Campingplatz, der für Wohnmobile, Zelte wie auch Wohnwagen natürlich geeignet ist. Und hier am GR34 gelegen, euch eine gute Ausgangslage bietet, um hier am Küstenweg entlang zu wandern, die Seele baumeln zu lassen, mit dem Fahrrad nach Trujur zu fahren, einem wunderschönen mittelalterlichen Städtchen, oder aber auch entlang der rosa Granitküste zum Haus zwischen den Felsen, Le Crofet. Schaut mal in unser Video vom Drumherum. Wir haben beides gemacht und haben euch wunderschöne Bilder festgehalten. So, und jetzt zeige ich euch mal mit dem Platz. Wir kommen hier an und ihr steht einmal hier. Es gibt einen Parkplatz, wo man parken darf. Der hat aber gar nichts mit dem Campingplatz zu tun. Du darfst hier mit dem Wohnmobil stehen. Ab 22 bis 9 Uhr musst du aber hier dich vom Acker machen. Wir haben direkt, bevor ihr auf das Gelände kommt, die Müllentsorgung mit dem Glascontainer und dem Holztürchen hier vorne, hinter dem sich die Container befinden. Da der Platz relativ groß will ich nicht sagen, aber weitläufig ist, laufe ich jetzt nicht. Wir stehen nämlich genau am gegensätzten Ende gleich mit euch noch mal zurück. Also von daher zeigen wir das vorher ausnahmsweise. Ich glaube, ich mache nur, wenn wir zu Hause sind, die Fazit von den Müllcontainern vor der Entsorgung. Ne? Da haben wir die entsprechenden Container. Sie sind zwar auch von der anderen Seite zu öffnen, wenn du vom Platz kommst, aber manchmal stehen die Container falsch rum und dann gehen die natürlich nicht auf. Also macht man es so rum. So, dann kommt ihr auf den Bereich des Campingplatzes und hier steht schon ein Schild, das euch sagt, die Rezeption ist 50 Meter weiter da rein und die ist auch erst ab 15 Uhr geöffnet und bis dahin kann erst der Check-in gemacht werden. Ist es aber nicht so voll auf dem Platz. Die Schranke ist während unseres Aufenthaltes hier immer geöffnet gewesen. Könnt ihr einfach reinfahren, euch einen freien Platz aussuchen und um 15 Uhr bitte zur Rezeption zu dem freundlichen Herrn gehen, der dort das Ganze betreut und verwaltet, und euch anmelden. Merkt euch einfach eure Platznummer und dann ist die Sache geritzt. Du kannst Cash und mit Karte bezahlen und hier haben wir dann auch schon direkt den Platz. Ne? Plugrecon oder so ähnlich. Ich kann es nicht aussprechen. Wir haben hier auf dem Gelände auch noch 4 Mietunterkünfte. Hinten haben wir noch ein paar Chalets, die, glaube ich, aber 2 momentan ohne Dach sind. Die sind, jetzt muss ich aufpassen, die sind hier in dem Bereich. Wir stehen hier auf der 97. Du hast immer wieder Durchgänge hier, dass du direkt zum Wasser oder beziehungsweise zum Küstenweg gelangen kannst. Und hier haben wir dann das Zentrum mit Rezeption, Sanitär und so weiter. Die Markierung auf dem Platz ist ein bisschen schwer zu erkennen. Es gibt blaue neue Schilder. Es gibt aber auch alt-weiße. Und dann ist die Parzelle entweder so oder nur so, wenn man sich zwischen den beiden Schildern nicht entscheiden kann. Irgendwie funktioniert es aber super, außer man ist ein bisschen klugscheißerig. Der Platz verfügt über 95 Plätze plus die Chalets.
Der Platz ist geöffnet vom 29. März bis, jetzt muss ich doch noch mal in die App gucken, jetzt habe ich es vergessen, bis 11. November und kostet in der Vorsaison 15 Euro und in der Hauptsaison, das ist dann der Juli-August, 20 Euro. Es kommt immer noch 20 oder 40 Cent, ich weiß es nicht genau, Kurtaxe pro Person dazu. Der Preis ist inklusive WLAN, Strom, Chemietoilettenentsorgung. Grauwasser könnt ihr nur in kleinen Mengen entsorgen, also mit Kanister oder Eimer. Und der Frischwasserversorgung und der Nutzung der Sanitärgebäude. Es gibt noch Waschmaschine und Trockner. Dafür muss man natürlich extra zahlen. Habe ich jetzt was vergessen? Ja, es gibt hier, wenn du hier durchgehst, noch eine Kajakstelle, wo man Kajaks zu Wasser lassen kann. Und alles andere zeigen wir euch dann da hinten. Oh, da steht es auch, wenn man Französisch könnte. Was die Chalets und so weiter kosten, das könnt ihr dann auch noch mal hier erfragen. Ich gehe jetzt nur erstmal auf das Wohnmobil ein. Hunde sind erlaubt, sollten an der Leine geführt werden. Gassi-Runde hier richtig gut. Und es gibt ein kleines Imbisschen, wo du Getränke und kleine Snacks noch beziehen kannst. Ist aber alles hinten an der Rezeption. Wir gehen mal rüber. Auf dem Platz verteilt gibt es auch immer wieder Frischwasserzapfstellen, an der könntest du jetzt sogar deinen Schlauch anschließen. Einer der Türchen führt euch indirekt zum Wasser, weil auf der Seite hier haben wir einen Schiffsfriedhof. Guckt mal. Ja, ein bisschen. Und dann kommt ihr hier in den Schiffsfriedhof. Jetzt ist ein Wasser drin. Auch da hinten sitzen zwei und angeln gemütlich. Also ich finde den Platz hier echt cool. Wie gesagt, der Strom ist inklusive. Merkt euch einfach eure Platznummer und wählt die Steckdose mit eurer Platznummer ein. Und schon seid ihr da angeschlossen, wo euer Strom herkommen sollte. Ich meine, es sind 6 Ampere, ich kann es aber nicht genau sagen. Und ich kann es nicht lesen. Ich habe die falsche Brille an. Die Rezeption ist von 8 bis 10 und von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Ich gehe mal ein bisschen hier um die Ecke, weil da hinten wird Pool gespielt. Und dann hört ihr mehr die Herrschaften als mich. Ihr könnt dort noch in einem kleinen Bistro Getränke vom Kaffee über Softdrinks und Bierchen und Weinchen erhalten. Es gibt kleine Snacks, es gibt warme Waffeln und es gibt Eis. Ansonsten gibt es dort Fahrrad- und Wanderkarten und Informationsmaterial mit Sehenswerten hier zur Gegend. Ja, was haben wir noch? Was habe ich jetzt hier vergessen? Die kleine Terrasse, Alfred schwenkt mal rüber. Eistafel hängt auch da, also das ist ganz normales Thekeneis. Und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr hier Kleinigkeiten, auch gekühlte Getränke bekommen. Und direkt daneben hängt auch der Defibrillator. Und von hier kommen wir gleich in den Außenbereich. Aber sollen wir den zuerst machen, bevor wir in die Sanitär gehen? Okay, dann zeigen wir euch hier einmal den Außenbereich noch. Wir haben hier hinten eine Außendusche. Daneben die Chemietoilettenentleerung mit einem Spülschlauch. Wir haben einen Grillplatz, davon haben wir hier auf dem Platz noch einen weiteren. Da müsst ihr an der Rezeption nur Bescheid sagen, wenn ihr den nutzen möchtet. Wir haben zwei Tischtennisplatten und ich nenne das immer Seniorenspielplatz. Einen kleinen Parcours mit Fitnessgeräten. Die wurden auf jeden Fall heute Morgen schon rege genutzt. Und auch gestern, aber nicht von mir. Sollte ich vielleicht mal wieder. Dann haben wir hier noch einen überdachten Bereich, wo man sich dann bei Schiedwetter in geselliger Runde hinsetzen kann und trocken dann
noch seine Partylaune genießen kann. Eventuell werden hier auch noch die ein oder anderen kleineren Arrangements und Events angeboten. Die stehen drinnen angeschlagen in der Rezeption. Aber mein Französisch ist so schlecht, ich kriege das nicht übersetzt. So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir wieder die von mir sehr geschätzte Wäscheleine und um die Ecke noch zwei Pissoirs hinter den blauen Brettern. Die müssen wir ja nicht zeigen, die kennt jeder. So, jetzt kommt das Sanitär. Hier sind wir dann im Küchenbereich. Wir haben hier Spülbecken mit warmem, kaltem Wasser und entsprechend noch eine Waschmaschine und einen Trockner, den man nutzen kann. Die Waschmaschine kostet 4 Euro, der Trockner, nee, die Waschmaschine 3,50, der Trockner 4 Euro und wenn du dabei Waschpulver brauchst, nochmal 1,50 Euro. In der Rezeption hängt eine Liste auf, wo ihr auch Brötchen und Baguettes bestellen könnt. Hier sind sie. Ich konnte es nicht so gut. Mein Französisch wollte dann ein Baguette. Da habe ich gedacht, auch bestellst noch ein Margarit dazu und ein Pugueret, was immer das ist. Ich habe da alles Mögliche gehabt. Ich kam heute Morgen nach Hause. Diese Woche brauchen wir kein Brot mehr holen. So ein Baguette. Ich muss mal so weit aus dem Bild gehen. So ein Baguette. So ein Wagenrad mit 8 Brötchen und noch mal ein kleineres mit 6 Vollkornbrötchen. Ich depp. Und dann 4,40 Euro. Ne? Das ist, wenn man denkt, nimm mal alles, was du noch nie gehört hast. Okay, dann gehen wir noch rüber. Noch ein kleiner Büchertauschschrank und hier sind wir schon im Sanitärbereich. Wir haben hier vorne direkt ein sehr schön eingerichtetes Behindertenbad. Mit den entsprechenden Sitzmöglichkeiten, Dusche und dahinter auch noch. Nee, ist verschlossen. Das WC, dafür müsst ihr euch dann den Schlüssel an der Rezeption holen. Dann haben wir hier auch schon direkt die Duschen, Männlein, Weiblein, Unisex. Aber sehr großzügig. Sauber, mit ausreichend vielen Haken und Sitzmöglichkeit. Und dann haben wir noch den Wasch- und Toilettenbereich. Wie es in Frankreich üblich ist, müsst ihr dann für die Toilette euer Toilettenpapier mitnehmen oder könnt es käuflich erwerben für 1 Euro die Rolle. Hier haben wir mit ausreichend tief platzierten Spiegeln versehen die Waschkabinen mit der Babybadewanne. Und einem Behinderten, beziehungsweise auch für Kinder nicht schlecht, niedrigeren Waschtisch. Und hier hinten haben wir dann die Behindertentoilette. Sorry, die war nicht vorne, das war der Serviceraum. Hier haben wir dann eine Behindertentoilette für Rollstuhlfahrer. Und hier haben wir dann noch 3 normale WC-Kabinen. Alles da. Das Sanitärgebäude ist, glaube ich, im letzten Jahr neu renoviert oder dahergerichtet worden. Und sieht alles gut aus. Den Poolplatz brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr zeigen. Man hört ihn. Und daneben haben wir noch einen kleinen Spielplatz, wo die Kleinen sicher hinter einem Zaun dann sich austoben können. Gegenüber haben wir dann noch mal Picknicktische mit einem weiteren Grill und da oben unter der Baumgruppe sind dann die Mietobjekte, die teilweise mit einer tollen Terrasse Richtung Wasser schon ganz einladend sind. Ist ja auch wieder eine Idee, wenn man mit Nicht-Wohnmobilisten mal zusammen Urlaub machen möchte. Und wenn ihr einmal über das ganze Gelände durch seid, gibt es diesen Durchgang und dann kommt ihr an einen kleinen Sandstrand. Und wie ich mich gerade auf dem Weg nach hier noch unterhalten habe, soll das Wasser, wenn es da ist, wir haben ja jetzt Flut, richtig fantastisch sein. Ich habe gestern mal einen Finger reingehalten, kam mir gar nicht so kalt vor. Heute ist der Zeh dran. Ach so, zeigen wir euch noch, wo wir stehen? So, komm. Genau, machen wir das noch. Dann sagen wir euch auch direkt unser Fazit.
Ich stehe jetzt am Ende unserer Parzelle, also einmal das Wohnmobil bis hier, bis zu dem Zaun. Ausreichend groß, wenn du die Markise aufmachst, hast du noch Platz für daneben oder wie hier mit dem Wohnwagen, PKW dabei. Also ausreichend von der Größe her. Solltest du dir unsicher sein, das finde ich nämlich richtig, man braucht sich nicht bücken, die Plätze sind teilweise, das ist nicht mal überall da, mit Besenborsten markiert, damit du weißt, wo dein Platz verläuft. Hier ist ein, da ist einer schon zugewachsen, ne? Also der Schrubber zeigt dir den Weg deines Stellplatzes, bis wo dein Areal geht. Und dann haben wir hier vorne noch ein Türchen. Da kommt ihr nämlich wieder zum Schrank, zum Strand. Und da ist dann auch eine Schiffsanlegestelle für die Kajaks. Gehe ich auch noch mal ganz kurz mit euch hin. Und das ist die andere Seite aus dem Türchen. Also Traktor ist hier das Hauptverkehrsmittel. Damit werden die Boote auch teilweise ins Wasser gezogen und rausgeholt. Und Gassi-Runde inklusive. Ihr könnt hier super mit den Hunden laufen. Ihr könnt schwimmen und jede Menge gucken. Weil wir haben ja hier, wie gesagt, auch noch die ganzen Muschelbänke oder Austernbänke. So, und vom Wohnmobil aus kannst du hier aufs Wasser sehen. Wir sehen nach vorne aufs Wasser und wenn ich im Bett liege, sehe ich nach hinten auch aufs Wasser. Und jetzt noch schnell das Fazit zu diesem Stellplatz, den ich wirklich nur durch Zufall über Google Maps gefunden habe, weil in den einschlägigen Apps ist er nicht in allen drin. Herrlich ruhig, sauber, ordentlich, nette Leute, alle gut drauf. 1A Lage, eigentlich brauchst du hier gar nichts machen, wenn es nicht regnet. Hinsetzen, Sonne, Wasser genießen. Von daher, ey, wieso nur ein? Na gut. So, volle Punktzahl. Wir finden den super. Ich finde den super. Vielleicht findet den Alfred nicht so super, ich weiß es nicht. Nein, wir finden den super. Hier ist es wirklich toll und ich würde den auch noch mal ansteuern, wenn ich nicht wüsste, wo ich hin soll, wenn ich wieder in die Bretagne fahre. Von daher, bleibt dran, wir sind noch nicht durch mit unserer Bretagnentour.